Hallo, Clarina hier von der Energie Coaching Akademie. Ich bin verspätet, es tut mir leid. Ich mache heute meinen ersten Livestream und hab's irgendwie nicht gepackt mit der Technik. Jetzt bin ich da. Ich freue mich, dass ich das noch hingekriegt habe und bin gespannt, wer da mithört. Ich habe es angekündigt, dass ich heute etwas zum Thema Müdigkeit, Erschöpfung sagen möchte, erzählen möchte. Wenn du Fragen hast, mache mir doch bitte einen Post. Wenn ich dazu komme oder es schaffe, den zu lesen und zu beantworten, dann flechte ich das ein. Ansonsten beantworte ich alle Fragen noch im Nachhinein. Ja. Das Thema Erschöpfung, Erschöpfung überwinden, Müdigkeit. Ich habe ja geschrieben, dass es oft sehr, sehr schwierig ist, mit sich selber bei diesem Thema ehrlich zu sein. Also die Müdigkeit, die fühlen wir noch, aber womit die zusammenhängt oder was uns da raushelfen könnte, da sind wir oft nicht mehr richtig ehrlich mit uns. Und wir lassen oft auch zu, dass diese Erschöpfung sich immer weiter ausbreiten kann, immer mehr ausdehnen kann. Wir lassen oft zu, dass wir nicht die richtigen Dinge unternehmen. Und darüber möchte ich jetzt mit dir oder darüber möchte ich jetzt reden und dir etwas erklären. Am einfachsten oder am besten ist es für mich, zu erklären, was passiert, wenn wir erschöpft sind mit einem Modell, dass wir uns vorstellen, dass wir einen Tank in uns haben. Das kann so ein, halt ein Tank sein, rechteckig, oder es kann auch, du kannst dir auch eine Batterie vorstellen. Wenn wir unter Erschöpfung, wenn wir unter Müdigkeit leiden, oder wenn sich Müdigkeit breit macht, dann hat das etwas mit der Tankfüllung zu tun. Wenn unser Tank nicht mehr ganz voll ist, also nicht mehr 100% hat, sondern irgendwo 50% oder sonst wo ist, und wir anspruchsvolle Tätigkeiten zu erledigen haben, dann führt das dazu, dass der Tank sich je nachdem leert. Das Wichtige ist dabei, wenn wir Dinge tun, die uns auch wieder Energie zurückgeben, also wenn etwas Energie nimmt und es kommt wieder Energie zurück, weil es mich so erfüllt, weil ich Spaß daran habe, weil es eine ganz tolle Resonanz hat, dann füllt sich dieser Tank wieder. Wenn aber ich nur Energie brauche, weil es so anstrengend ist, weil ich null Bock habe auf dieses Seminar halten oder diesen Text zu schreiben, dann braucht es sehr viel mehr Energie, als was zurückfließt. Weil unser Körper auch ein lebendiger Organismus ist, der andauernd Energie braucht, um sich zu versorgen, ist es auch notwendig, wirklich zu schauen, dass immer wieder Energie in diesen Tank zurückgeführt wird. Also handhabt das nicht so wie bei eurem Auto, dass ihr losfahrt und fahrt und fährt und fährt und fährt, bis dass das Lämpchen leuchtet, und dann geht ihr zur Tankstelle. Bei uns Menschen, wenn diese Warnlampe leuchtet, dann ist meistens der Tank schon so leer, dass es viel Aufwand bedeutet, um ihn wieder zu füllen. Wie kann man einen leeren Tank füllen? Bei uns, dieses an die Tankstelle gehen, findet ein bisschen anders statt. Das Auffüllen vom Tank beim Menschen funktioniert, wie ich schon angedeutet habe, indem, dass ich etwas tue. Und zwar, indem ich etwas tue, was mir Freude bereitet oder von dem ich weiß, dass es mir wieder Energie zurückgibt. Schlafen alleine gibt etwas Energie zurück, das reicht uns aber in der Regel nicht. Wenn es reichen würde, dass wir mit Schlafen immer wieder genügend auftanken, dann wäre die einfachste Therapie bei Erschöpfung und Burnout, die Menschen in einen Schlaf zu versetzen,
über genügend lange Zeit, bis das Ding wieder voll ist und dann können sie wieder loslegen. Also wenn wir Menschen erschöpft sind, liegt es nicht am Schlafen alleine. Schlaf ist ein wichtiger Teil, dass der Körper sich regenerieren kann, dass wieder Zellen gebildet werden, dass Giftstoffe raustransportiert werden. Deshalb ist der Schlaf wichtig, aber das Auftanken, das funktioniert auch über ganz andere Bereiche. Also, wenn du merkst, du hast wenig Energie, dann beginne damit, dich zu befassen, was tue ich gerne und was gibt mir wieder Energie zurück. Und dann unternimm möglichst viel von diesen Tätigkeiten. Wenn dein Tank relativ leer schon ist, dann ist es wichtig, dass die Energie, die du für eine Tätigkeit brauchst, dass die nicht zu viel Energie kostet und dass das, was zurückkommt, wirklich mehr Energie ist, als das, was du gebrauchst. So kannst du wieder auftanken. Wichtig dabei ist natürlich auch, das merkst du schon, ein bisschen zu gucken, was braucht wie viel Energie und dafür ein Gespür zu bekommen. Das kannst du, indem dass du dich gut beobachtest und schaust, wenn du zum Beispiel einen Spaziergang machst von 20 Minuten, wie hast du dich vorher gefühlt, wie viel Energie war da? Da kannst du dich auch dazu befragen. Dann gehst du diesen Spaziergang machen und dann guckst du, wenn du zurückkommst, eine Pause gemacht hast, das ist ganz wichtig, eine Pause zu machen, etwas zu trinken und dann überprüfst du nochmals, wie voll dein Tank ist. Das kannst du folgendermaßen machen. Du setzt dich hin oder stellst dich hin oder legst dich hin, schließt die Augen und bittest deine Intuition, dass sie dir eine Antwort gibt. Gucke, dass du nicht aus dem Kopf, aus dem analytischen, logischen Denken heraus dir eine Antwort gibst, sondern aus dem Gefühlsbereich, aus der Intuition heraus. Und du beginnst zum Beispiel bei, ist mein Tank 100% voll? Und du guckst, ob es ein Ja gibt, wenn es nichts gibt oder ein Nein gibt, dann gehst du weiter. Ist mein Tank 90% voll? Nein, dann gehst du weiter. Ist mein Tank 80% voll? Nein. Ist mein Tank 70% voll, bis du ein Ja hast? Und diese Zahl, diese gibt dir an, wie voll dein Tank ist. Erstell dir doch eine Liste, was das dir hilft, diesen Tank zu füllen und unternimm möglichst vieles davon. Es ist natürlich aber auch auf der anderen Seite wichtig herauszufinden, was das die Energie aufbraucht, was das die Energie zehrt. Und auch da hilft es, dich zu beobachten, zu gucken, welche Menschen, welche Tätigkeiten sich für dich als anstrengend anfühlen und schreib dir auch dazu, weshalb. Also nimm dir die Mühe abzuklären, was daran es genau ist, das dich müde macht. Vielleicht ist es die Tätigkeit, vielleicht sind es aber auch deine Gedanken, weil es etwas ist, was du nicht gerne tust. Vielleicht ist es, weil du darin unterbrochen worden bist und so weiter und so weiter. Also wenn du all diese Dinge erforschen wirst, was dir Energie nimmt und was dir Energie gibt, dann nimm dir auch die Mühe, da wirklich exakte Fragen nachzustellen. So, jetzt gucke ich mal, ob es da irgendetwas gibt, was schon Fragen gibt, ihr schon Rückmeldungen macht, kann ich jetzt nicht sehen, dann fahre ich einfach weiter mit diesem Tankmodell. Also, es ist wichtig zu wissen, was dir Energie gibt,
und es ist wichtig zu wissen, was dir Energie raubt. Das sind die zwei Hauptfaktoren. Und dann kannst du dir wirklich eine saubere Energiebilanz erstellen und zu schauen, wo, dass du mehr Energie raushaust, als was du zurückbekommst. All diese Tätigkeiten, die wirklich energieraubend sind und nicht unbedingt notwendig sind, dass du sie tust, streiche die für eine Weile von deiner Liste, dass du da wirklich drauf verzichtest. Das kann manchmal sehr hart sein, zu sagen, okay, mit dem und dem Menschen treffe ich mich im Moment nicht mehr. Das wird mir jedes Mal zu viel oder zu streng. Da mache ich jetzt eine Pause. Aber du kannst das ja auch mal als Pause deklarieren, bis du wieder über mehr Energie verfügst. Und dann kannst du gucken, ob du dir das zumuten willst. Was wichtig ist bei dieser ganz ehrlichen Selbstbefragung und ehrlichen Einschätzung von dem, was Energie raubt und dem, was Energie gibt, ist, dass du immer wieder auch dich selber nachfragst, dass du immer wieder den Mut hast zu fragen, ja, und warum ist es denn so? Warum habe ich gerade wenig Energie? Warum zehrt das Zusammensein mit diesem Menschen mehr Energie, als was es mir gibt? Warum denke ich so über diese und jene Situation? Also höre nie auf, diese Warums zu stellen. Die Kinder, die machen das noch, bis zum, dass wir keine Antwort mehr wissen darauf. Dann erst bist du am Ende. Also frage immer weiter, warum. Das führt dazu, dass du sehr ehrlich mit dir werden kannst und dass du keine Ausreden findest, weshalb das es gerade so ist. Weil die Ausreden, die helfen dir nicht wirklich weiter. Wenn du denkst, ja, ich bin zu alt jetzt, das ist eine Alterserscheinung, dass ich nicht mehr so viel Energie habe. Natürlich kann es sein, dass die Energie abnimmt im Alter. Aber wer weiß das schon wirklich, um wie viel, dass sie abnehmen wird und wie rasch? Und ob es nicht einfach auch so ist, dass du dich vielleicht hinter dem Müdesein, Erschöpftsein auch vor gewissen Dingen drückst oder ihnen ausweichst oder dir auch gewisse Dinge dadurch erhoffst, dass die auf dich zukommen, dass du vielleicht unterstützt wirst oder dass andere Menschen Rücksicht zu nehmen beginnen. Und vielleicht ist es eher das, was du dir wünschst. Also mit diesen Fragen kannst du zu deinen wahren Gründen vorstoßen, weshalb dass du etwas tust und weshalb dass du etwas willst. Ja. Das ist dieser Teil, den du mit dem Energietankmodell auch selber befragen kannst. Jetzt vielleicht noch ein paar Strategien, um Müdigkeit oder auch um Erschöpfung zu überwinden. Es ist immer ganz wichtig, auch etwas zu tun und nicht nur darüber nachzudenken. Also, wenn du müde und erschöpft bist, dann kann es auch mal hilfreich sein zu sagen, okay, ich bin gerade müde, ich aktiviere mich. Ich unternehme mal etwas. Die nächsten 10 Minuten mache ich doch einen kleinen Spaziergang. Ich war den ganzen Tag eher unbeweglich. Es könnte ja sein, dass ich zu wenig Sauerstoff habe oder zu lange mich nicht bewegt habe. Weil wenn wir zu ruhig sind, zu lange liegen, auch zu lange im Bett sind, dann schraubt das vegetative Nervensystem nach unten. Es ist wenig Aktivität da, wir sind da auf dem tiefen Energieverbrauchsstadium und es braucht wieder Anregung, dass das System raufgefahren wird. Also Aktivierung, Spaziergang machen und eben mit dieser Möglichkeit des Überprüfens, wie fühle ich mich vorher und danach zu gucken, ob das eine gute Strategie war. Das Aktivieren
Wenn der Energiestand, der Pegel vom Tank tief ist, da rate ich eher mäßige Aktivierung, dafür aber regelmäßig. Was kann auch zu Müdigkeit und Erschöpfung führen, wenn wir in unserem Leben einfach zu wenig Ziele haben, zu wenig Vorstellungen haben, wohin das wir gehen möchten, wohin das es uns zieht. Wenn wir einfach das Leben so vor uns hinleben, einfach das, was da kommt, hinnehmen und uns ein bisschen treiben lassen, das Steuer nicht selber in die Hand nehmen, das kann auch dazu führen, dass wir uns müde fühlen und eigentlich lustlos werden. Da wäre es angezeigt, irgend auf ein Ziel mal zu gucken, ob du nicht dir ein Ziel setzen kannst. Auch wenn wir zu wenig Abwechslung haben, dann schaltet unser System so auf Autopilot. Wenn wir im Autopiloten sind, sind wir wenig beteiligt an dem, was passiert. Und das Leben plätschert so an uns vorbei. Da kann es hilfreich sein, für Abwechslung zu sorgen, irgend mal etwas total Ausgefallenes zu tun, etwas Ungewohntes zu tun. Wenn du wenig Energie hast, nicht etwas, was mit viel Energieaufwand verbunden ist, sondern einfach mal zu sagen, boah, ich war jetzt 4, 5 Tage da zu Hause, hab da mein Zeugs erledigt, jetzt ist es gut, mal wieder für Abwechslung zu sorgen. Ich fahre ins nächste Dorf, ich fahre mal in die Stadt, einfach um einen Kaffee zu trinken oder sowas zu unternehmen. Der vierte Punkt, der auch dazu führen kann, dass du in die Müdigkeit kommst und in die Erschöpfung und der dir auch einen Hinweis geben kann, was du wechseln kannst oder verändern kannst, um da wieder mehr Energie zu kreieren, ist, wenn du nur noch am Funktionieren bist. Das kann passieren, wenn du sehr, sehr viel zu tun hast, abzuarbeiten hast, dann dann wirst du immer mehr in deinen Alltag reinpacken und du bist nur noch dabei zu funktionieren, das zu erledigen, das nächste zu erledigen und das dritte zu erledigen. Und das tut auf die Dauer nicht gut. Wenn du in diesen Funktioniermodus geraten bist, dann ist es wichtig, dass du mal eine Pause einlegst, dass du Unterbrechungen einlegst, und etwas für dich tust, um nicht mehr einfach nur eins ums andere abzuarbeiten. Oder setz dich mal hin und guck auf diese Liste, falls du eine Liste hast, diese To-Do-Liste, und schau dir mal an, was ist das, was dir am meisten Spaß macht, und lege mit dem los. Starte mit dem. Weil das, was uns Freude macht, das kreiert Energie. Das, was wir als müssen, identifiziert haben, das raubt uns mehr Energie, als was es uns zurückgibt. Ja, das waren für heute mal eine Serie Anregungen. Wenn dir das gefallen hat, was ich da erzählt habe, dann like doch meinen Beitrag. Wenn du noch Fragen hast oder ein anderes Thema dir wünschst oder irgendwo auch noch mehr Ausführungen wünschst, dann schreib mir einen Post. Ja, das war's für heute. Tschüss.